Soziales und ökonomisches Verhalten beeinflusst praktisch alle Aspekte unseres Lebens. Es beeinflusst den Erfolg von Politik, den Erfolg von Organisationen, den Erfolg von Märkten und von Individuen. Deshalb müssen wir uns sehr stark damit beschäftigen, welche Motive Verhalten treiben, welche kognitiven Prozesse Verhalten unterliegen. Und als Ökonom interessiere ich mich vor allen Dingen, wie wir Verhalten auch steuern können über Marktdesign, über institutionelles Design. Wie müssen wir Online-Märkte gestalten, damit sich die Marktteilnehmer gegenseitig vertrauen können? Wie müssen wir Finanzmärkte gestalten, damit diese Märkte weniger fragil sind bezüglich übermäßig egoistischen Verhalten oder bezüglich naiven Verhalten? Köln ist eine Stadt, in der sich jeder heimisch fühlen kann. Köln ist offen, Köln ist vielfältig, Köln hat eine tolle Kultur. Und in Köln kann eigentlich jeder mit jedem zu jedem Zeitpunkt auch einen Kölsch trinken. Und Köln ist eine sehr große Stadt. Und die Universität hat sehr ähnliche Eigenschaften wie die Stadt, was die Universität eigentlich zu einer idealen Plattform macht für große internationale, interdisziplinäre Forschungsprojekte, die wir heute brauchen, um auch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen. Ich bin Axel Ockenfels, Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität zu Köln. Meine Ideen für die Zukunft.